Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part von Gran Turismo Sport. Hier wieder der Versus bei Wacking Gaming. So, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, hier, wir holen uns diesen wunderschönen Ford F-150 und machen dieses Raptor-Rennen hier. Drei Stück gibt es an der Zahl. Und ihr seht es da oben schon, ich habe meine ein bisschen so schön designt. Ja, zeige ich euch gleich mal im Nachhinein oder als Bild, als Thumbnail. Ja, aber nicht lange rumgelabert. Wir steigen direkt ein mit meinem wunderschönen Ford. Ich glaube, jetzt kann man den eh sehen. Ja, da ist er. Hier. Schaut euch mal an, wie schön ich den designt habe. War, ich glaube, auch so eine knappe Stunde Arbeit. Ja, hat doch was, oder? Gut, dann steigen wir mal ins Rennen ein. Oh, ich bin sogar auf Startposition 8, wie es aussieht. Okay. Ja, Startaufstellung 8. Sehr nice. Gut, dann geht's mal los, ne? Mist. Ich glaube, dafür bekomme ich auf jeden Fall Punkte abgezogen für sauberes Fahren. Aber das ist egal. Ich stelle mir jetzt einfach mal auf der Strecke, wenn es klappt, mal so diese Designs von den anderen Autos anschauen. Aber ich denke, meins wird wahrscheinlich das Coolste sein. Die anderen sind ja mehr oder weniger computergeneriert. Ja, da der hat ein bisschen Tribal drauf, ein rotes Tribal, sehr, sehr schön. Wer da vorne fährt in Türkis rum. Auch nicht übel. Ach, der hat sogar noch ein bisschen, ja, der hat noch ein bisschen mehr. Interessant. Wäre auch interessant, wenn der Computer, sage ich mal, einfach so Designs von irgendwelchen Spielern nimmt und die dann so, sage ich mal, random auf die Autos klatscht, dann hätte man ein bisschen mehr Abwechslung drin. Und von allen Dingen, die Spieler von Gran Turismo sind ja unglaublich kreativ. Das finde ich super geil. Teilweise kreativer als die Need for Speed Community, ohne Witz. Was ich hier schon alles gesehen habe, so an Designs und Stickers, die eben so am PC generiert wurden, kann man ja auch machen, Sticker eben am PC modifizieren und generieren und dann auf einer bestimmten Website halt hochladen in einem bestimmten Format. Klar, immer ein paar Einschränkungen mit den Formaten, aber mein Gott, hey, man kann es immerhin. Das habe ich so noch nie gesehen. Und ich habe ja auch schon einen Sticker kreiert, bei Need for Speed damals öfter mal, bei Underground und Co. Aber man hat halt nie so viel Freiheiten gehabt wie hier tatsächlich. Das ist echt interessant. Und das für ein Gran Turismo, also eigentlich ein Spiel, wo es, was nie einen Wert drauf gelegt hat, auf die Optik von den, sage ich mal, Farben oder so weiter, sondern einfach nur so, ja, die Autos sollen realistisch aussehen, gewisse Details haben, aber halt Originalfarben verwenden, sage ich jetzt mal. Und hier kannst du einfach machen, was du willst, das ist echt geil. Wir sind in Position 3. Weißt du? Schon. Ich muss sie irgendwie noch überholen können. Verdammt. Schon. Okay, zweiter.
Erster! Ganz knapp! Yeah! Sehr geil! Ja, wunderschön! Ja, so kann man doch mal in so ein Let's Play, sag ich mal, wieder starten. Erstmal mit einer schönen Runde und direkt Erster werden. Oh, guck mal! Fehlerfrei Bonus, 50. Ach, cool. Bekomme ich trotzdem. Ja, dann war es anscheinend nicht so kritisch, was ich gemacht habe. Das ist cool. Sehr cool sogar. Ja. Ah ja, ich habe meinen Anzug mal umdesignt, meinen Helm. Ich habe es einfach mal New Germany genannt. Einfach Schwarz-Rot-Gold. Einfach nur, weil die Farbkombination cool ist. Warum nicht, ne? Ich habe nämlich keine wirkliche feste Farbe, die ich hier dauerhaft verwende in dem Spiel, bei den Autos jetzt, sage ich mal. Sondern immer mal so ein bisschen, wie es mir halt gerade lustig ist und gefällt. So, da das ziemlich gut lief, denke ich, machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Das könnte etwas schwerer werden. Aber das hat halt nur 3 Runden. Und ich denke mal, das wird schon ganz gut werden. Ja, da ist er nochmal. Cat, Puma und Pirelli habe ich noch drauf geklatscht als Marken. Also Sponsoring. Und ja. Also ich finde, der ist echt gut geworden. Beim Challenger, den ich beim letzten Part mal gekauft habe, da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit investieren, um noch das Dach einzufärben. Hatte mir so ein Cabrio-Dach an den Kopf gesetzt, weiß oder halt schwarz, wie es am Anfang mal war. Aber mal gucken, wie ich es hinbekomme. Oh ja, Innenraum, sehr schön. Also der Wagen lässt sich tatsächlich etwas besser beherrschen. Er fährt sich zwar wie ein Schlachtschiff, es ist ja auch ein Schlachtschiff, aber er lässt sich trotzdem besser um die Kurven lenken, sage ich mal. Einfach, man merkt, was man hier fährt. Beim Challenger war das vorhin so ein bisschen, sehr schwammig. Aber gut. Vielleicht bin ich es einfach auch nicht mehr gewohnt. Ich habe natürlich in letzter Zeit auch hin und wieder mal Videospiele gespielt. Aber nicht so viel wie jetzt Let's Play-mäßig. Zwischendurch hat mein Need for Speed noch ein bisschen privat. Aber das habe ich dann auch irgendwie abgegeben, weil es mir zu langweilig wurde. Das hatte ich ja eh nur ausgeliehen. Und dann noch ein bisschen Final Fantasy 15. So die Story. Auch wenn die Story echt scheiße ist und die neuen, Updates, die drauf gemacht haben bei deinem Spiel, echt nicht mehr nachvollziehbar sind, weil man kann jetzt halt einzelne Missionen anwählen, aber verliert dafür jegliche, Quests, die man mal zwischendurch angenommen hat, die ganzen Nebenquests, das ist total behindert. Wo ich mir echt denke, was soll die Scheiße? Ja, und da kann man ja jetzt Offroad fahren mit seinem Auto, was sich irgendwie auch falsch anfühlt. Ja, keine Ahnung. Ich bereue, dass ich so viel Geld ausgegeben hatte damals für das Spiel und halt auch noch Season Pass gekauft habe. Aber der Hammer ist ja, trotz Season Pass kommt jetzt nochmal ein neues, also ist jetzt gerade ein neues Update rausgekommen. Dieses sogenannte, verdammt, Royal Edition Update. Wo ich dann doch tatsächlich nochmal 15 Euro ausgeben soll, damit ich die letzten Royal-Updates auch benutzen darf. Wo ich mir denke, Alter, wofür habe ich den verfickten Season Pass gekauft, wenn ich dann nochmal einkaufen soll, um, sag ich mal, die letzte Scheiße noch zu erhalten. Was soll der Mist? Und ich merke gerade, ich reg mich zu sehr auf, dann ist mein Fahrstil schlechter. Wieder so eine lahme Ausrede. Muss einfach nur ein bisschen aufpassen.
Aber hey, wir sind schon von Platz 12 auf Platz 5 hochgerutscht. Das ist doch gar nicht so übel, finde ich. Die Strecke ist auch vertretbar. Ich wundere mich gerade nur, dass das Bremsen so spät angezeigt wird. Weil ich dann plötzlich voll in die Eisen gehen muss. Ich muss noch ein bisschen besser abschätzen lernen. Hau ab! So, hier auf jeden Fall. Ah, sieht das schön aus. Herrlich! Ihr werdet jetzt leider nicht die komplette Qualität vom Bild genießen können bei YouTube, weil die Aufnahmen immer noch mal ein bisschen schlechter sind als das, was ich hier sehe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier einen 4K-Fernseher, wunderschönes Bild, alles HDR, unglaublich geile Auflösung. Und die Sonne strahlt mir entgegen und die Schattenverhältnisse sind nachvollziehbar, das ist echt schön. Und die Straße reflektiert im Licht, oh, ist das herrlich. Ja, und im YouTube, da werdet ihr wahrscheinlich, naja, es wird immer noch sehr, sehr gut aussehen, aber halt nicht so gut wie bei mir hier. Muss ich halt leider so sagen, wie es ist. Und ja, ich habe die gerade alle weggerammt. Es tut mir herzlich leid, aber so ist das Leben. Wenn die komplette Straße blockieren, sind die selber schuld. Muss ja auch irgendwie nach vorne kommen, ne? Ja, ich finde, das läuft ganz gut. Ich führe und... Ja, ich führe und das Rennen läuft gut und die wollen mich alle überholen, weil die mich alle hassen. Aber das ist egal, ich habe nur eine Runde Zeit. Und wenn die meinen, die müssten versuchen mich zu überholen, dann sollen sie das gerne tun. Aber ich werde sie eh wieder einholen, ganz einfach. Ach ja... Ist das entspannend. Ich finde es eigentlich immer nur schade, dass halt die Musik ausgeblendet wird. Mittlerweile mehr oder weniger sogar immer automatisch im Rennen, weil nun mal so viele urheberrechtlich geschützte Musik ja auch teilweise drin ist, im Rennen selber. Ist total dufte, sage ich mal, von Polyphony Digital, dass sie das für den armen YouTuber wie mich halt einfach machen, damit es am Ende nicht wieder irgendwelche GEMA-Rechtsstreit gibt. Aber es fehlt ja doch trotzdem irgendwas, finde ich teilweise zumindest. Wobei, ja, wir spielen hier ja eine Simulation und kein Need for Speed. Und wir wollen uns ja auch irgendwo konzentrieren können. Ist das schon genug, dass ich hier die ganze Zeit am Steuer laber mit euch, als wenn ich hier ein Telefon dran hätte. Ja, und dann irgendwie merke, dass aber kein Rückantwort kommt. Ja. Also ich finde, es läuft verdammt gut. Ja klar, es ist jetzt nicht so das ultimativste Geschwindigkeitserlebnis jetzt gerade in diesem Moment. Das tut mir auch herzlich leid. Aber das ist Gran Turismo. So war früher Gran Turismo. So ist Gran Turismo heute noch streckenweise. Dass man halt auch Rennen fährt, die nicht Highspeed-Verfolgungsjagden sind, sondern einfach mal ja, kontrollierte richtige Quest, sage ich mal. Wo dann zum Beispiel auch nur der eine Wagen zugelassen ist zum Fahren und es im Endeffekt nur noch darauf ankommt, wie der Fahrstil ist. Das ist Gran Turismo und so lasse ich mir das auch sehr gerne gefallen, weil das ist cool. Ich erinnere mich noch, wo ich hier mal online gezockt habe, das habe ich euch ja auch gezeigt, wo dann die Rennen da veranstaltet werden, wo es da eigentlich hieß, ja, ein bisschen gesittet fahren und so weiter. Und dann wirst du permanent von irgendeinem Highspeed-Arschloch weggerammt, nur weil der Online-Modus anscheinend alles erlaubt, so an Autos. Im Gegensatz zu diesen Rennen, wo es eben vorgeschrieben ist, was du fährst. Ja, die letzte Kurve echt scheiße, aber wisst ihr was?
Ich bin Erster. Schon wieder. Läuft doch. Glückwunsch! Ja, das war sehr cool. Sehr entspannend, finde ich. Das lasse ich mir gerne gefallen. Und nein, es gibt diesmal keine 50% für saubere Fahren, weil ich Autos weggerammt habe. Naja. Und zwar ein bisschen mehr als sonst. Ist aber okay. Ich bin jetzt Rang 21. So. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Bekomme ich was? Nö. Und dann würde ich sagen, wir gehen dann direkt ins nächste Rennen. Ich hoffe, ich schaffe das von der Zeit her noch. Drück mir einfach mal die Daumen. Wenn es jetzt nicht passen sollte von der Zeit, lege ich einfach ein paar Minütchen drauf, denke ich. Wird nicht ganz so dramatisch sein, oder? Na komm schon. Starte. Startet die Motoren. Und los. Oh. Interessant. Eine Dirtstrecke. Also keine Durststrecke, sondern eine Dirtstrecke. Finde ich sehr nice, passt zum Auto. Scheiße. Okay, ich bin etwas empfindlich gerade noch. Ich muss, glaube ich, ein bisschen anders fahren als gerade eben. Ja, doch, so klappt es da ganz gut. Oh, ist das eine hübsche Strecke. Schaut euch das mal an. Davon müsste es noch ein bisschen mehr geben bei Gran Turismo, finde ich. Und jetzt höre ich so ganz langsam schon das Publikum irgendwo hier in der Ecke. Irgendwo, hier sind Menschen. Ja, hier sind irgendwo Menschen. Das läuft gerade nicht so gut. Wir haben nur 3 Runden. Oh Moment, ich bin doch in der ersten Runde. Ja gut, okay. Dann könnte es noch ganz gut passen. Jetzt haben wir eine Runde geschafft und wir haben erst 2 Leute überholt. Das ist nicht so gut. Haha. Oh, das ist voll geil. Ich höre in meinem rechten Ohr, dass hinter mir rechts ein Auto näher kommt. Das ist echt nice. Wir probieren es mal so. Ah ja, jetzt hört sich das mal anders an. Ich komme langsam was näher ans Ziel. Ich bin jetzt 6. Und da ist eine ganze Kolonne. Könnte noch was werden. Ich darf jetzt nur keine Scheiße bauen. Nein! Mist! So eine Scheiße wie sowas zum Beispiel.
Fünfter. Drückt mir die Daumen. Vierter. Dritter. Da ist Nummer 2. Ja. Und da ist Nummer 1. Ich glaube, wir haben die letzte Runde zur Hälfte geschafft. Gucken wir mal, ob es noch zum ersten reicht. Haben schon. Komm schon, komm schon. Ich krieg dich noch. Krieg ich den noch? Das könnte meine Chance sein. Ja, das war's. So, damit wäre der Sieg sicher. Ja, so, gefährlich nah dran. Boah, Alter, fährt wieder voll den Arsch. Tja, aber damit haben wir es geschafft. Und noch 3 Minuten Zeit. Ich bin echt gut. Das lief echt verdammt gut. Und nein, wieder nicht unfallfrei, aber... wir haben tägliche Herausforderungen gemeistert. Das ist gut. Wir haben... die ganze F-150er Cup mit Gold abgeschlossen. Das gefällt mir. Damit kann ich gut leben. Puh. Nicht schlecht. Junge, Junge. Stars and Stripes. Ja, das können wir auch bald noch angehen. Das ist cool. Nur amerikanische Autos. Yeah. Ford, Dodge. Ja, ja. Ich muss mir noch, glaube ich, noch eine Dodge Viper kaufen. Oh, guck mal, hier ist noch mal was Neues offen. Hatte ich das am letzten Mal nicht gemacht oder einfach nur vergessen? Nee, ich glaube, die ist echt neu. Okay, aber wir haben leider keine Zeit mehr dafür. Wir haben nur noch knapp 3 Minuten Zeit. Ja, 6 Siege insgesamt. Und jetzt kommt noch was für die tägliche Training abgeschlossen. Deswegen ist es, denke, das ist der ganz gute Zeitpunkt jetzt gerade, um sich zu verabschieden. Wir gucken jetzt noch an, was für ein Auto kommt. Und ja, ein Nissan. Ein Nissan, was ist es? GTR Nismo Schulze Motorsport. Ja, sieht nicht schlecht aus, kann man mitnehmen. Ja gut, okay. Und damit sage ich jetzt aber wieder mal richtig geil, dass ihr dabei wart. Arrivederci, bis bald. Hauen Sie rein und wie gesagt, immer schön in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Ciao, ciao.